Hallo, ich Masterize, nicht noch nicht ganz Bongs TV, das ist ganz neu und übrigens ich sehe mich dann nicht, aber ich versuche einmal damit. Ja, ich hatte ein bisschen mit Debaters gespielt, aber jetzt ist die 1-0 raus. Übrigens ganz schnell nochmal zu MacBook Pro, weil blöderweise die letzte Video. Weil ich keine Video mehr gemacht habe seit Monaten, habe ich das schlecht gemacht. Das war in 16 Pro 9 und 4 zu dreht, also eigentlich alles zu schmal sozusagen. Also so breit ist das Ding schon. Ja, also wie gesagt nochmal, ich wollte, will vielleicht immer noch, aber muss ich mich überlegen. Ein 17 Zolle davon gibt es noch nicht. Aber wenn ich sehe, wie groß schon ein 15 ist, naja, muss man sehen. Also ich war gewohnt auf meine 12, muss ich sagen. Und dann habe ich einen 13 gehabt vorher, noch einen 13. Entschuldigung, wenn ihr mich nicht ganz gut gehört hat am Anfang. Ich dachte, ich bin immer noch mit das interne Mikrofon vom vorher, aber nicht. Übrigens, dann jetzt fangen wir an damit. MacBook oder beziehungsweise PowerBook weg. Unpacking von Time Capsule erstmal. Wenn das geht. Achtung. So, ganz normale Kiste sozusagen. Wie gesagt, Time Capsule ist finde ich, sehr teuer. Ich hoffe, dass es wird demnächst viel billiger, weil eigentlich, das ist eine Schweinerei für, naja, es ist ein bisschen zu teuer für was es ist. Aber dadurch, dass es so einfach zu bedienen ist und dass alles integriert ist, habe ich mich trotzdem dafür entschieden. Ich habe mich für die 500 GB-Version entschieden. So blöd bin ich auch nicht, dass ich die 1 Terabyte gekauft hätte. Wenn das Ding nicht mehr in Garantie ist, das heißt in einem Jahr, baue ich das 500 GB Festplatte aus und baue rein ein 1 Terabyte oder mehr, wenn es bis daher mehr gibt. Übrigens, genau wie bei Computer, bei Apple, die machen alle Kiste in Kiste. Naja, umweltfreundlich ist es nicht ganz. Also ehrlich gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn diese externe Kiste nicht mehr da wäre. Für die Umwelt, das wäre schon praktischer. Das ist, wie das aussieht. Jetzt muss man das korrekt öffnen und zwar ohne das Ganze kaputt zu machen. Das ist eine richtige Übung. Ich will nicht unbedingt alles kaputt machen. So eine bin ich nicht. Ich habe es allerdings schon geschafft, wie ich merke hier. Und zwar, ich habe es von der nicht von der richtigen Seite geschnitten. Das ist oben, dass man da schneiden muss. Aber naja, Time Capsule habe ich nie ausgepackt und die sind eventuell ein bisschen unterschiedlich, die verschiedenen Verpackungen. Das kommt dann hier nochmal so ein kleines Stück hier raus. Na, will nicht, okay. Dann so, ich hab's. Und dann, ja, genau, so. Up, 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 up. Design bei Apple in California. Das ist dann die Kiste. Was ich sehr genial finde, ist eigentlich, sieht man bald, dass es keine externe Netzteil gibt. Das ist aber verdammt, ah ja, wollte ich sagen, kompliziert hier. Verpackung in Verpackung in Verpackung. Das ist Kinderüberraschung hier für große Jungs. Muss man übrigens immer Uhrzeit gucken, weil ich nur 10 Minuten wegen YouTube habe. So, dann hier, ja, wie gesagt, ne? Design in California. Und dann hier, hopp. So, von der Seite nichts Besonderes. Huh? Aber von der Seite dann die Time Capsule an sich, die sehr, sehr schmal ist. Das ist meine Hand. Sehr schmal. Naja, da drin gibt es nur eine Festplatte eigentlich. Von daher. Und was ich vorher gesagt habe, das Genialste ist, kein Netzteil. Direkt ein direktes Kabel, also ganz normale Kabel im Endeffekt. Jetzt muss man hier die verschiedene Plastik aus. Hopp. Kleben. Da drin gibt es auch, nehme ich an, CDs. Ich bin aber nicht sicher, dass es ein CD da drin gibt, aber ich glaube schon. Vielleicht ein AirPod Configuration Utility oder sowas in der Art. Time Capsule,
bla bla bla, keine Ahnung, was da drin ist, weil normalerweise, soweit ich weiß, ist alles im macOS 10 eingebaut. So, dann hier einmal when, wo es reinkommt, wo sozusagen meine Internetverbindung, und dreimal LAN, und sehr wichtig, Gigabit Ethernet. Das ist mir wichtig, weil ich würde das Ding hauptsächlich benutzen, nicht nur uns Internet zu sharen und Backup zu machen, sondern auch zwischen meinem Mac Pro, der gerade aufzeichnet, und mein MacBook Pro zu kommunizieren. Und deshalb ist das mir wichtig, dass, wenn ich nicht im WLAN bin, dass ich die Dinge über Gigabit Ethernet. Hier ein USB-Port, wo man aus Erfahrung, kann ich das sagen, auch einfach ein Hub da drauf haben kann, und man kann eine andere externe Festplatte und einen Drucker natürlich, und hier so da direkte Netz, nicht Netzteil, sondern direkte Kabel, Stromkabel, und ein Kensington ist auch schön. Und ja, also hier unten, wenn man das Ganze hier wegmacht, aber will ich nicht jetzt machen wegen Garantie, da kann man der Festplatte wechseln. Ist an sich eine sehr schöne Sache. Jetzt bleibt genügend Zeit, damit ich der andere Verpackung, wenn ich es finde, ausbaue. Und zwar ganz kleine Verpackung. Klitzekleine Verpackung, und zwar ein iPod Touch. Ich bin iPhone-Entwickler, seit kurzem, aber macht sehr viel Spaß. Was weniger Spaß machen wird, ist, diese Verpackung auseinander zu kriegen, weil da ist eigentlich sehr kompliziert gemacht. Das Problem mit iPhone-Entwicklung ist, dass der Simulator könnt ihr vergessen. Also dieser Software-Teil ist zwar schön, aber irgendwann muss man sowieso auf das normale Gerät zugreifen. Und wenn man mit seinem eigenen Telefon arbeitet, das ist es dann nicht ganz praktisch, weil, ja, angenommen, ich kriege einen Anruf, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, sozusagen. Von daher habe ich mir gedacht, ein iPod Touch ist mittlerweile nicht mehr so teuer. Wenn ich nicht Entwickler wäre, würde ich das Ding nicht brauchen. Aber ich muss das testen, dass es für iPod Touch funktioniert, auch was ich mache. Und dazu muss ich sagen, dann habe ich ein Gerät nur für Entwicklung. So, dann Verpackung in Verpackung, die sehr klein geworden sind, die Verpackung übrigens. Ja, also nochmal hier. Tack. Nochmal Verpackung in Verpackung in Verpackung. Und hier iPod Touch 8 GB. Muss man nochmal hier so ein kleines Plastikteil abkriegen. Oh. Voilà. Voilà. Und dann, so ist es. Ich komme näher an die Videokamera dafür. In anderer Sache nicht, aber dafür schon. Und zwar, ja, eigentlich nicht viel zu sagen. Die Verpackungen sind sehr schön, und ich habe immer Angst, wie ich das rauskriege, aber komm, ich werde es schaffen. Um sicher zu sein, mache ich das hier auf. Ich hatte das nicht seit langem nicht mehr gemacht, und das ist verdammt schwierig, muss ich sagen. Okay. So erstmal. Na. Das geht nicht. Kann man nicht rauskriegen. Ach, okay. Hier ist der Trick. Und zwar, es gibt hier ein kleines Plastikteil. Muss man erst aufkleben. Oder andersrum, beziehungsweise nicht aufkleben, sondern. Wie sagt man das übrigens? Ich hätte auskleben gesagt, weil es aufkleben gibt, und dann, naja, aber auf jeden Fall hier muss man das Teil hier. Das ist sehr lustig gemacht übrigens, hä? Man hat ein falsches iPod sozusagen. Das kann man irgendwo anders kleben, draufkleben. Und da bekommt man ein richtiges iPod. Und dann ist es sehr wahrscheinlich sehr einfach zu kriegen. Ja, das ist der Trick, muss man, und ich finde das gut, weil ansonsten hätte ich das nie gemacht. So eine bin ich was. Muss man das auseinanderkriegen. Sehr dünn, muss ich sagen. Kann man vergleichen vielleicht mit meinem iPhone, wo ich übrigens sehe, dass ich muss bald aufhören aufzunehmen. Das ist ein iPhone erster Generation, allerdings zweite Generation sind sogar ein